Hallo ihr Lieben, heute sind wir mal unterwegs und zwar auf einer Streuobstwiese und wenn man sich das anguckt, die Äpfel sind natürlich kleiner als im Supermarkt, dafür nicht gewachst. Guck mal, wie toll der glänzt, nur durch ein bisschen polieren. Und schmeckt super. Guck mal, ein paar Minuten pflücken und sammeln und schon ist der Korb voll. Das reicht uns auch für heute. Wir gehen jetzt nach Hause und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis dann! Hey ihr Lieben, letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man Chilis ohne Strom trocknet und heute möchte ich euch zeigen, wie man Obst mit Strom trocknet und zwar mit diesem Dörrapparat. Der hat verschiedene Etagen. Das hier muss immer als oberstes sein. Und sonst sind die halt alle gleich. Das sind halt einfach Einsätze aus Plastik. Und hier unten ist ein Gebläse drin. Ja. Der ist jetzt von der Streuobstwiese, wo wir eben waren. Mit was ihr arbeitet, zum Schälen oder Schneiden, bleibt euch überlassen. Ich zeige es halt so, wie ich es gerne mache. Nutzt halt gerne diesen Sparschäler, weil man damit wirklich die Schale dünn runter bekommt. Kann man einfach so Apfelringe schneiden, ein bisschen dünner auch. Oder was ich einfacher finde, ihr halbiert den Apfel, dann habt ihr eine schöne Auflage, dann kann es nicht so hin und her wackeln. Die Scheiben werden dann einfach hier auf das Gitter gelegt. Ich würde nicht zu kleine Stückchen machen, weil die noch ziemlich eintrocknen. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt schon ein Stück, was gedörrt ist. Wenn ihr euch das mal vergleicht, das ist schon ein Unterschied. Mein absoluter Favorit ist Banane. Den Deckel drauf. Hier stelle ich jetzt die Stunden ein. Nochmal erstmal 5 Stunden. Bei 70 Grad. Und los. Wenn ich die Etagen tausche, dann zeige ich euch das. Bis gleich. So, einmal tauschen. Ist schon viel trockener, aber halt nicht knusprig. Es läuft jetzt seit 2 Stunden. Und ich darf es einfach weiterlaufen.
Bis später. So, ihr Lieben, 9 Stunden sind um. Dann gucken wir noch mal rein. Wir haben natürlich zwischendurch probiert. Hört ihr das? Das knackt richtig. Also sind die gut. Ich sammle die nachher hier im Glas. Dann kommt der Deckel drauf, damit die nicht wieder Feuchtigkeit ziehen. Dann bleiben die nämlich schön knackig. So, die Äpfel. Die sind nicht ganz so knackig wie die Bananen, aber auch okay. Die sind so ein bisschen zäher. Aber es schmeckt auch total super. Genauso bei den Mirabellen. Die sind halt eher so wie ein Kaubonbon. So, den Rest habe ich zum Apfelmus eingekocht. Das ist noch leicht warm, darum sind die Klammern drauf. Die kommen nachher noch ab. Und das ist dann meine dritte Methode zum Haltbarmachen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.